Der Fasching 2013 neigte sich schön langsam seinem Ende zu. Und so veranstaltete die SPÖ Wiener Neudorf am Faschingssamstag im dekorativ geschmückten Saal des Franz-Fürst-Freizeitzentrums wieder einmal den Ball der Roten Herzen. Geschäftsführender Gemeinderat Andi Grundner war Herr über die Sektbar, die den ganzen Abend über gut besucht war. Bürgermeister Ingenieur Christian Wörleitner erinnerte sich später in seinen Begrüßungsworten an diesen traditionellen Ball aus seiner Jugendzeit und versprach, diesen SPÖ-Ball in Wiener Neudorf wieder auf Dauer zum Leben zu erwecken. Für den musikalischen Rahmen zeichnete die bekannte Formation Night and Day unter der Leitung von Gerhard Niederer verantwortlich. Und so wurde auch das Tanzbein ausführlich geschwungen. Herzlichen guten Abend, herzlich willkommen zu unserem ersten Herzallball der SPÖ-Ortsorganisation Wiener Neudorf. Mein Name ist Markus Leuteufel, bin Gemeinderat hier in Wiener Neudorf und habe das Vergnügen, heute Sie durch den Abend zu führen. Ich habe auch eine Assistentin mit, die ist auch ganz, ganz hübsch heute, meine Kollegin aus dem Gemeinderat, Geschäftsführerin Gemeinderätin Petra Graf. Auch von mir herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass ihr alle gekommen seid zu unserem ersten Ball. Markus hat sich schon selber vorgestellt. Es freut mich sehr, es ist immer sehr lustig, mit dem Markus zu moderieren. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Wir möchten Ihnen jetzt einmal unser Programm vorstellen. Und zwar, wir haben eine ganz tolle Band, das freut uns sehr. Und zwar Night and Day. Herzlich willkommen. Wir haben natürlich hier im Festsaal auch einige Sachen für Sie vorbereitet. Sie sehen ja wirklich unser Motto Herzallball. Wir haben uns wirklich daran gehalten, nicht nur mit Luftballons, auch die Tischdeko ist dementsprechend. Und ganz, ganz neu, und da ist da unser Geschäftsführer-Gemeinderat, der Andreas Grundner, ganz stolz, das ist eine Herzallbar da hinten im Eck. Gebt uns einmal einen großen Applaus, weil die Bar ist wirklich super schön da. Und vor allem das Gute ist, dass die Bar jetzt schon offen hat. Ja? Also alle spritzigen Getränke kriegen Sie jetzt schon bei unserem Andi Grundner. Die zweite Bar, dann geradeaus durch, die macht um 10 Uhr, also um 22 Uhr auf und dort dürfen Sie dann auch rauchen. Aber wie gesagt, das dauert noch ein bisschen und gleich neben dem Eingang haben wir unser Kaffeehaus. Also wenn Sie auf Kaffee und Kuchen Gusto haben, das können Sie bei den SPÖ-Frauen bestellen. Zum Ablauf des heutigen Abends kann man noch so viel sagen. Wir haben tolle Musik hier, wir haben um 12 Uhr für Sie eine Mitternachtsanlage geplant, die natürlich sehr, so wie es gehört, ja, sehr Neudorf bezogen ist. Und gegen 1 Uhr werden wir dann unsere Tombola-Verlosung machen. Sie sehen ja, wir haben wirklich sehr tolle und sehr, sehr viele Preise hier. Und jetzt darf ich die Petra ersuchen, unseren Hausherrn auf die Bühne zu holen, um den Ball zu eröffnen offiziell. Christian, bitte kommst du zu uns auf die Bühne? Sei so lieb und mach bitte die offizielle Eröffnung unseres ersten Roten Herzenball. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zum heutigen ersten Ball der Roten Herzen hier in Wiener Neudorf. Vor langer, langer Zeit hat es so etwas schon einmal gegeben. Ich kann mich erinnern, ich war damals noch ein
ein junger Bursch, da haben wir gemeinsam mit der Stadtgemeinde Mödling, mit der Parteiorganisation SP Mödling und Wiener Neudorf gemeinsam diesen Ball in den Brauhofseelen, in den alten Brauhofseelen in Mödling noch gemacht. Und wir haben gesagt, wir lassen diesen Ball wieder aufleben. Und ich möchte mir an dieser Stelle beim gesamten Team unserer SPÖ-Ortsorganisation Wiener Neudorf recht herzlich bedanken. Es war nicht einfach, wir haben das sehr kurzfristig eigentlich uns entschlossen, diesen Ball heuer auszuführen. Ihr seid ja wirklich alles angekommen und gesagt, Christian, das machen wir für dich, weil du trittst da bei der Landtagswahl, diesen Ball müssen wir machen. Herzlichen Dank dafür, dass das so gut geklappt hat, im gesamten Team der SPÖ. Und Ihnen allen möchte ich danken, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, heute hier diesen Ball gemeinsam mit uns zu feiern, einen wunderschönen Abend zu verbringen. Und ich glaube, was Schöneres kann es ja gar nicht gehen, am Faschingssamstag hier im Bezirk Mödling in Wiener Neudorf im Festsaal des Franz-Fürst-Freizeitzentrums diesen Ball abzuhalten. Und wir werden diesen Ball auch im nächsten Jahr machen, das wissen wir schon. Er soll wieder Tradition werden hier in Wiener Neudorf. Herzlich willkommen und hiermit ist der Ball der Roten Herzen offiziell eröffnet. Dankeschön. So, zum Bürgermeister, die Ball ist eröffnet. Auch von unserer Seite im Namen von der Petra und von Markus. Auch wir zwei wünschen Ihnen gute Unterhaltung, viel Spaß. Schönen Abend. Und schönen Abend. Alles Walzer, genau. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Auftritte der ersten Wiener Neudorfer Faschingsgilde und des Mödlinger Förderungsvereins mit Mädchengarde und Herzogpaar. Schönen guten Abend. Ein einfaches Neudorf Olé! Ja, wie Sie sehen, rennt bei euch auch schon der Schmäh. Da können wir ja eigentlich aufhören und gleich wieder gehen. Wenn jedes Jahr der Fasching sich dem Ende zuneigt, unsere Orts-SPÖ irgendein Fest veranstaltet und aufgeigt. Heuer ein SPÖ-Rosenmontag ohne Gilde, übers Verschmerzen. Darum heute hier der große Einmarsch am Ball der Roten Herzen. Ein kräftiges Möbö! Danke euch herzlich.
Ihr Faschingsleut seid all begrüßt, den Damen auch die Hand geküsst. Will ich als Herzog mit euch heut begehen die närrische Jahreszeit. Ich gebe es zu, ganz unumwunden, ich freue mich schon seit vielen Stunden, bei eurem Feste einzukehren, der Einladung folge ich sehr gern. Ich grüße euch, ihr närrisches Volk, weil ich auch zu euch sprechen wollt. Vernehmet diesen Dank gewiss, der meinem Herz entsprungen ist. Gerne kam ich zu euch her, vernehmt nun meine närrische Mär. Das Faschingsmotto heut und hier, 11 mal 4, Narren sind wir. Es soll uns durch den Fasching führen, öffnen viele Ballhaustüren, die ich gern zur Faschingszeit mit meinem Herzog stolz durchschreit. Da darf ich eine Frau diesmal vor den Herzog bitten, und zwar die Organisatorin dieses Ball, die geschäftsführende Gemeinderätin Petra Graf. Einer, der auch ein gutes Herz für uns in Mödelkarten und uns unterstützt, ist der Herr Vizebürgermeister Peppi Spazierer noch hier. Peppi, Mädels, holt sie mal ab, den Herrn Vizebürgermeister. Einstweilen bist du uns immer entwischt, aber heute nicht, lieber Peppi. Pressefoto. Ja, meine Damen und Herren, wir haben noch speziell für Sie eine Überraschung mitgebracht, und zwar von unserer Jumelage-Stadt in Belgien, besser gesagt aus Zottegem, haben wir den Musikzug aus Zottegem hier, und ich ersuche um den Einzug des Musikzugs aus Zottegem. Herzlich für die Einladung. Ich hoffe, unsere kleine Show hat Ihnen gefallen, und ich sage noch mehr, ich ersuche um den Auszug. Sehr geheimnisvoll wurde es immer dann, wenn man sich nach dem Inhalt der geplanten Mitternachtseinlage erkundigen wollte. Eine Mauer des Schweigens. Auch gegenüber Wiener Neudorf TV wollte keiner der Eingeweihten wirklich damit herausrücken, was Sache ist. Umso unterhaltsamer war dann dafür die Darbietung. Unter der Leitung von Petra Graf und Markus Neunteufel zeichneten die SPÖ-Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sowie zahlreiche weitere Personen den Lebensweg unseres Bürgermeisters von der Kinderzeit, als er nach Wiener Neudorf kam,
bis in die Gegenwart in eindrucksvollen Bildern. Ein Spaß für alle und ganz besondere für Bürgermeister Ingenieur Christian Wörleitner, der sich förmlich zerkugelte. Der kleine Christian mit Mama und Papa und kleinem Bruder Roland das schöne Land Oberösterreich verlassen. Die Freude war riesengroß, vor allem bei der Mama wörtlich. Bye.
so eine schöne Hochzeit. Hoffentlich ist gut zum Buch. Ihr habt ein Ende mit mir eingefunden. Und den Mund fürs Leben zu schließen. Da ihr mir jetzt ein Gast meines Amtes erjagt, bitte ich euch, geringe zu. Ruckzuck! Und schon waren die Kinder da! Kathi, Johanna und wo ist der Alex? Der kommt erst später. Aber Christian hat in Wiener Neudorf nicht nur seine Frau, sondern auch richtige Freunde gefunden. Seine zweitgrößte Leidenschaft nach der Elisabeth ist natürlich das Saxophonspiel. Blasmusik hat es ihm angetan. Ich habe eine Frau kennengelernt, meine Lisi. Ich habe drei hübsche Kinder. Und die Gemeinderat in Neudorf bei der SPÖ. Was soll ich machen? Ich habe Ideen. Ich bin ein guter Mann. Da sage ich danke, danke. Und ich, wirklich, es kam auch gut, wo ich sage, ich möchte Bürgermeister werden. Wie sie in Wirklichkeit nie abläuft.
Äußerste. Ich möchte als Bürgermeister auch der Opposition danken, dass wir uns geeinigt haben und deswegen langsam wachsen wir zusammen. Wir verlieren. Aber anzugleich, wir bauen die Straßen, da wird es euch wundern, da braucht es keine Angst. Sagt ihr uns mal das, ist das schon das? So, und unser Börli träumt weiter. Jetzt bin ich Bürgermeister in Deutschland, aber ich sage dir das. Und Opa bin ich auch geworden. Danke, danke, danke schön, ja, danke, danke. Aber liebe Bürgerinnen und Mitbürger, wie meinen Enkel auf Eis, ich muss etwas sagen, ich möchte auch in den Land sein. Ich habe Ideen, wirklich, ich sage euch was. Hier fällen alle Bäume. Wir betonieren das Ganze, ja, und wir werden das Grün streichen. Wir brauchen es nicht gießen, aber es schaut trotzdem super aus. Und ich habe gute Ideen für Magda, glaubt von das. Ich möchte auch den einigen die Glatze, möchte ich ab und zu die Glatze steigen. Wer ein bisschen gibt, wird ihn auch nicht rein. Wer ist bei mir noch, wenn der beste Freund sich schreit. Und wir, liebe Zuschauer, wir wollten euch ein bisschen im Querschnitt von unserem Bürgermeister Christian Wörleitner durch sein Leben heute einmal darstellen, bildlich darstellen. Und wir hoffen, dass der Christian für uns, für den Bezirk in Landtag kommt. Und Christian, alles Gute. Und wir hoffen, dass er schafft. Und alles Weizer und viel Spaß und gute Unterhaltung. Und jetzt ein Riesenapplaus für unseren Börli am Saxophon. Auf geht's! All of me! Nach der Mitternachtseinlage ergriff der Bürgermeister sein Saxophon und begeisterte die Gäste mit der Formation Night and Day mit einer Stunde Musik vom Feinsten. Und dabei kamen natürlich auch alle Tanzfreunde auf ihre Rechnung. Wir fangen jetzt an. Doppelverlosung heute beim Herzerball. In Wiener Neudorf, sei es Böhm in Neudorf. Nee, bitte, dreh mal.
Die große Tombola, präsentiert von Gemeinderätin Petra Graf und Gemeinderat Markus Neunteufel, bildete den Abschluss des offiziellen Programmes des Balls. Über 200 Gewinne kamen zur Verlosung und der Hauptpreis, ein VIP-Jahresabo für die Heimspiele des Fußballclubs Austria Wien im Wert von 800 Euro, gewann ausgerechnet das Geburtstagskind des Abends, Heinz Litowski. Der Wert von diesem Preis, und ich sage das ganz ehrlich, ja, das ist für mich etwas Persönliches, der Wert von diesem Preis sind 800 Euro. Und gewinnen tut's. Und die passt unser Geburtstagskind in Heinz Litowski. Und die Stellung von der Preise, die so sagen zu, ist auch ein Wunder. Der Präsident von der Wiener Austria, der Wolf von Katzian, hat diesen Preis gespendet für Wiener Leute. So if you see my girl, please send her home to me. Tell her about my heart. Es war schon so gegen 3:30 Uhr morgens, wurde berichtet, als sich die letzten Gäste langsam auf den Heimweg machten. Jedenfalls war es eine gelungene Wiederauflage eines alten Traditionsballes.